Schon seit langer Zeit beschäftigt sich die Menschheit mit der Darmausleitung. Die Kolonbehandlung ist wohl eine der ältesten Therapien überhaupt. Darmbäder zählen zu den frühesten Verfahren der Medizin. Schon seit dem Altertum werden Darmbäder aller Art durchgeführt und empfohlen. Es gibt Berichte aus Mesopotamien, dem heutigen Irak, wonach ein ausgehöhlter Kürbis als Wasserbehälter und ein Schilfrohr zur Wasserleitung für die Kolonbehandlung verwendet wurden. Der Vater der Heilkunde, Hippokrates, verordnete Einläufe mit Eselsmilch, Honig und Salz oder Wein und Olivenöl. Schon vor über 3000 Jahren beschrieben ägyptische Heilkundler diese Methode. Zum damaligen Hofstaat gehörte auch ein Hirt des Afters des Pharao. Er nutzte Tierblasen, Lederbeutel und Flaschenkürbisse, um über ein Schilfrohr Wasser in den Darm seines Herrn einzublasen. Die Römer verehrten den Gott der Darmwinde, Kreptius. Der Leibarzt des römischen Kaisers, Marc Aurel, Claudius Galenus Galen, benutzte bei Darmerkrankungen Salzwassergistiere und gab anschließend Arzneien in den Darm. Zu Zeiten des Sonnenkönigs kam das Glistier in Mode. Wie im Bild zu erkennen ist, wurde der Toilettenstuhl mitgebracht. Daher auch der Ausdruck Stuhlgang. Im 19. Jahrhundert wurde die Kolonbehandlung dann schon sehr technisch. Es wurden sehr gezielt Vorrichtungen entwickelt, die schnellere Kolonbehandlungen erlaubten. Die Handhabung war immer noch unhygienisch und durch das ständige Einführen des Wasserschlauchs auch sehr unangenehm für den Patienten, dem bis zu 5 Einläufe verabreicht wurden. Bis Ende des 19. Jahrhunderts war das subäquale Darmbad gebräuchlich, der hohe Einlauf. Das erwärmte Wasser befand sich über der Badewanne. Über einen Schlauch wurde Wasser in den Darm des Patienten eingeleitet. Nach einer manuell durchgeführten Darmmassage wurde der Wasserzufuhrschlauch entfernt und der Exkrementeschlauch eingeführt. Der Patient sollte nun durch Pressen sich seiner Exkremente entledigen, was meist unangenehme Folgen für Patient und Therapeuten hatte. Um die Jahrhundertwende wurde das sogenannte Sudabad von Anton Brosch eingeführt. Es war wesentlich angenehmer für Patient und Therapeut. Bis 1950 wurden über 500.000 Behandlungen, meist in Universitätskliniken, durchgeführt. Mit dieser Methode der Hydrokolonbehandlung erkennt man schon die heutige Behandlungsart. Dieses Hydrokolonsystem wurde in den 80er Jahren nach Amerika an Ray Dottolo verkauft. Er entwickelte ein Wandgerät mit einem Einmalspekulum, das für den amerikanischen Markt geeignet war. Bis Anfang des 20. Jahrhunderts wurde auch im privaten Bereich diese Methode angewandt. In eine handelsübliche Toilette wurde eine Vorrichtung zur Hydrokolonbehandlung eingebaut. Moderne Testverfahren haben dann gezeigt, dass sich schon nach kurzer Zeit enorme Bakterienkulturen im Wasserbehälter bilden, die nicht ohne weiteres ausgespült werden können. Die Folge, diese Vorrichtung zur Kolonbehandlung, ist aus dem privaten Bereich verschwunden. Mit einer Veröffentlichung der NASA wurde die Hydrokolonbehandlung in den 60er Jahren wieder populär. Die NASA, die National Aeronautics and Space Administration, hat diese moderne Dickdarmreinigung entwickelt und es war kein geringerer als Werner von Braun, der die entzündlichen Darmgase der Astronauten in der Raumkapsel so gering als möglich halten wollte. So wurde dieses Therapieverfahren Vorbild für alle Kolontherapiegeräte, die heute am Markt angeboten werden. Hier ein Überblick einiger Kolontherapiegeräte, die alle ein Nachbau des US-amerikanischen Hydrokolongerätes sind. 2 Meter hohe Standgeräte und Wandgeräte, die alle dasselbe Darmrohr und Wassersystem verwenden. Eine einfache Mischbatterie aus dem Sanitärbereich, wie sie in jeder Dusche eingesetzt wird, regelt hier die Warm- und Kaltwasserzuführung. Über die fest eingebaute Sichtröhre soll der Patient seine Exkremente erkennen, die, wenn er Glück hat, für kurze Zeit auch sichtbar sind. Aber nur dann, wenn er seine angenehme Rückenlage so verändert, dass er das Sichtrohr 30 cm unterhalb seiner Liege sehen kann. Ansonsten kann das eingeleitete Wasser nicht ablaufen. Einige Hersteller bauen für dieses Sekundenereignis eine Beleuchtung ein. Am Ende einer Therapie muss diese Sichtröhre mit einem handelsüblichen Flaschenputzer gereinigt werden, da der nächste Patient im direkten Kontakt mit diesem Sichtrohr steht. Vom Schilfrohr zum Spekulum oder dem Darmrohr. Die einfachste Art eines Darmrohres ist ein Stück Schlauch, das in das Rektum eingeführt wird. Hier können jedoch Verletzungen entstehen, deshalb wurde ein Standard geschaffen, der die Darmrohre in der Länge, dem Durchmesser, der Flexibilität und einigen anderen Kriterien angleicht. Für die Hydrokolonbehandlung werden großvolumige Darmrohre verwendet,
die neben der eingeleiteten Flüssigkeit auch die gelösten Exkremente ausleiten sollen. In Europa werden zwei grundlegend verschiedene Darmrohrsysteme verwendet. Das nachgebaute US-amerikanische Darmrohrsystem besteht aus zwei Teilen: der Einführhilfe und dem eigentlichen Darmrohr. Die Einführhilfe wird in das Darmrohr gesteckt und über den Schließmuskel in den Dickdarm eingeführt. Um den Ablaufschlauch aufstecken zu können, muss diese Einführhilfe entfernt und der Ablaufschlauch auf das eingeführte Darmrohr fest aufgesteckt werden. Mit etwas Glück hält sich die Geruchs- und Fäkalienbelästigung in Grenzen, bis der freie Dickdarmzugang durch diesen Ablaufschlauch geschlossen ist. Das deutsche patentrechtlich geschützte Humakolonsystem. Einmalig ist das geruchlose und vor allem hygienische Einführen in den Anus. Wie ein Drei-Wege-Hahn mit Einführhilfe sind diese Humakolon-Darmrohre aufgebaut. Mit diesem System können Sie die eingeleitete Flüssigkeit in die eine und die gelösten Exkremente in die andere Richtung leiten, genauso wie es der Praxisbetrieb erfordert. Besonders hat sich der Schließmuskelstopper bewährt. Dieser Ring verhindert das unbeabsichtigte Ausgleiten aus dem Anus. Die Humakolon-Darmrohre werden in 6 Ausführungen angeboten. Hier einige Beispiele: Das Humakolon-Darmrohr klein, das Humakolon-Darmrohr groß, das Humakolon-Darmrohr mit aufblasbarem Ringballon bei einer Sphinkterschwäche, das Humakolon-Darmrohr mit 40 cm Katheter. Auch die physikalischen Funktionen beider Darmrohrsysteme unterscheiden sich wesentlich. Wir haben diese beiden Darmrohrsysteme aufgeschnitten, um die Funktionen besser zu erkennen. Das geschützte Humaris-System. Sie sehen, dass beim Humaris-System die abgegebene Flüssigkeit tatsächlich den Dickdarm erreicht. Der US-amerikanische Nachbau. In beide Systeme wird blaues Wasser eingeleitet. Beim Humaris-System wird die Flüssigkeit direkt durch das Darmrohr in den Dickdarm des Patienten geleitet. Eine ideale Voraussetzung einer zuverlässigen Volumenmessung bei der Humakolon-Behandlung. Bei dem US-amerikanischen Nachbau wird zunächst der dicke Ablaufschlauch gefüllt, bevor das Wasser den Patienten erreichen kann. Eine zuverlässige Volumenmessung ist nicht möglich, da das Volumen des Ablaufschlauches in etwa dem des maximalen Füllvolumens des Patienten entspricht. Zusätzlich kann die Länge des Ablaufschlauches variabel sein, was eine zuverlässige Volumenmessung unmöglich macht. Aussagen wie "Wir spülen den Dickdarm mit 10 bis 20 Liter Flüssigkeit" sind nicht realistisch, wie diese Bilder zeigen. Bei diesem US-amerikanischen System ist es durchaus möglich, mit 100 Liter Spülflüssigkeit zu spülen, ohne dass ein Tropfen Wasser den Dickdarm erreicht. Das ist eventuell auch die Erklärung, warum einige Patienten von keiner Besserung berichten und die Behandlungsserien vorzeitig abgebrochen werden. Unabhängig davon kommt ein wichtiges, praktisches Problem hinzu. Um einen Tropfen Flüssigkeit in den Dickdarm zu bekommen, muss der Ablaufschlauch vollständig gefüllt sein. Je nach Länge des Ablaufschlauches können aber bis zu 2 bis 3 Kilogramm an diesem Schlauch ziehen. Deshalb muss der Ablaufschlauch zuverlässig am Patienten festgebunden und am Siphonanschluss befestigt werden, bevor mit der Therapie begonnen werden kann. Ansonsten ist es sehr wahrscheinlich, dass während der Behandlung das Darmrohr aus dem Anus des Patienten oder vom Siphon gezogen wird. Reinigung und Desinfektion beider Systeme. Für beide Hydrokolonsysteme werden Einmalartikel verwendet. Trotzdem muss bei US-amerikanischen Nachbauten eine gründliche Reinigung und Desinfektion nach jeder Therapie gemacht werden. Da die gelösten Exkremente durch das beleuchtete Schaurohr bis zum Absperrventil das System kontaminiert haben. Das geht so weit, dass mit einem handelsüblichen Flaschenputzer das Schaurohr von Exkrementenresten gereinigt werden muss. Bei der Humakolon-Serie sind nur die Einmalartikel kontaminiert. Der nächste Patient kann sofort behandelt werden. Warum? Durch einfaches Ziehen am Umschaltventil im Darmrohr können die gelösten Exkremente abfließen. Die konstruktiven Highlights der Humakolon-Reihe sind patentrechtlich geschützt.